Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer kleinen Halloween-Special-Folge von Verstecken. Halloween? Hast du dich hässlich geschminkt? Ja, ich habe mich heute hässlich geschminkt. Vor allem Jay versteckt sich heute. Der hat ja letztes Mal gesucht und ich habe ihn jetzt abgelöst, weil ich letztes Mal am längsten gebraucht habe. Also wir verstecken uns jetzt, warten 30 Sekunden und dann geht's ab. Zack, ab geht die Party. 30 Sekunden. Letztes Mal habe ich wie lange gebraucht, Andi? Irgendwie über 20 Minuten, glaube ich, ne? Mhm. Da habe ich mich aber auch echt clever versteckt und ich habe vorhin schon gesehen, unten in der Garage wurde jetzt richtig aufgeräumt. Also da ist jetzt nichts mehr mit so Unordnung, kann man sich gut verstecken, deshalb bin ich mal gespannt, wo denn da jetzt die Verstecke sind. Vor allem habe ich gelernt, dass im Kino ja ein Special-Raum ist. Erstmal runterfahren. Wohin gehst du? Erstmal nach unten. Okay. Also mein Plan ist relativ simpel. Mein Plan ist auch relativ. Du willst abhauen vor ihm? Nee, ich will gleich wieder hoch. Ja, ich will gleich wieder hoch, wenn das kleine Klo. Das habe ich. Wenn ich mein das Auto, ist, das, den Plan hatte ich für nächste wenn Folge. Ich, wenn ich mein Auto aufschließe und das auflasse, dürfte ich mich da reinlegen? Ja, ich würde sagen, mach das. So, wir sind jetzt in den Keller gefüllt. So, haben wir hier was? Boah, scheiße, das ist mega dunkel, Alter. Ich sehe hier gar nichts. Hier bleiben wir jetzt. Keine Ahnung, ob der jemals hinkommt. Ich würde sagen, wir gehen mal los. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Ich mach mal Licht an. Ist nämlich schon voll dunkel. Und ich habe das Gefühl, dass mich einer verarschen will und hier irgendwo wartet. Und einfach nur darauf wartet. Schade, dahinter ist er nicht. Hier unten aus diesem Loch kommt keiner raus. Denn das ist eine Sackgasse, eine Einbahnstraße. Hier gibt es keinen Zugang zu irgendwas. Kann der dahinter noch? Nee. Ist da jemand? Hallo? Jay? Hab ich da gerade was gehört? Hat da jemand gelacht? Jay? Was ist denn hier? Ah, da ist auch so ein Schrank. Boah, da hätte ich ja reingepasst, Andi. Boah, das wäre ein geiles Versteck gewesen. Das muss ich mir merken. Was ist denn hier? Nur gucken, dass hier keiner wegrennt. Boah, da passt doch keiner rein da hinten, oder? Nee. Was ist hier? Hier ist ein Bett. Nee. Ich will das auch nicht sagen. Shit. Okay. Aber guck mal, da unten ist doch schon der Vorhang so ein bisschen komisch. Das ist doch hier. Da. Ach, schade. Ich hau irgendjemandem gleich in die Eier hier. Ist hier wer? Hallo? Nee, das, wieso ist denn hier keiner? Ist keiner mehr ins Kino gegangen? So, was ist hier? Hier ist Badezimmer. Oh, guck mal, hier gibt's Licht. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich gleich einer erschrickt hier. Im Klo hat sich aber auch keiner versteckt. Ich fand das ja letztes Mal so schön, wo Jay sich da drauf geworfen hat. Oh, warte mal, die Tür. Wieso ist die Tür nur so angelehnt? Da ist keiner. Kann man hier raus? Kann man von außen? Ich glaube, da kann man gar nicht raus. Von außen einen Griff? Ne, von außen gibt es auch keinen Griff. Das heißt, hier kann eigentlich auch keiner sein. Okay, da ist er auch nicht drunter. Jungs, wo seid ihr? Ist jetzt einer runtergekommen und hat sich hier nochmal versteckt? Nee. Das ist natürlich auch smart, wenn du dann, wenn ich da hinten bin, hier runter sneaks und dich einfach. Ich glaube, das mache ich nachher. Das ist eine gute Idee. Warte mal. Ich habe eine Idee. Aber ich bin ja nicht doof, ne? Stell das. Genau so, die Linie da. Das
dass das genau da ist. Und wenn er versetzt wurde, dann sehe ich das. So, jetzt hier ist er. Oh, wir sind da, Bram! Was machst denn du hier? Musst du pinkeln. Was machst denn du hier? Gehst du hier wieder rein? Ja, das war doch klar, dass hier jemand drin sitzt jetzt. Scheiße. Tja, Bram. Das war nix. Fuck me. So, du bist der Erste. Ja, herzlichen klar. Glückwunsch. Ich glaube ja, jetzt kannst du pinkeln gehen, Bram. So, jetzt gehe ich aber mal nach oben. Oh, da drückt jemand. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wie können die mich denn hier Der Aufzug ist ja immer noch nicht da. Was ist denn da los? Wer liegt denn da, Peter? Verdammt! Hallo, Peter! Du bist aber auch. Was schaust denn du hinter das Sofa? Aber ich glaube, Jay verarscht mich die ganze Zeit, der Arsch. Das würde mich nicht wundern. Weil der Aufzug. Jetzt ist der Aufzug mal da gewesen, jetzt wo ich Peter gefunden habe. Komm her, Aufzug. Da ist keiner drin. Das gibt es doch nicht. Ich habe letztes Mal auch überlegt, ob ich mich nicht dahinter, hinter dem Ding verstecke. Aber das war mir ein bisschen zu unsicher. Ich weiß nicht, ob das mich gehalten hätte. Ja, ich würde sagen, gesichert. Was meinst du, ist das okay? Ich wühle mal ein bisschen hier Müll rum. Kann ich das da dran machen? Das hält nicht. Doch, das hält. So, jetzt habe ich einfach den Sensor, den habe ich ausgeschaltet. Jetzt kommt da nämlich keiner raus. So, im Auto kann ja auch einer sein. Oh, das Auto ist auf. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Christian Stachelhaus! Tada! Wenn dein Auto offen ist, dann muss da einer drin sein. Alter, das ist voll bequem da drin. Ich habe festgestellt, falls ich mal aus meiner Wohnung rausfliegen sollte, kann ich ganz easy im Auto schlafen. Voll geil. Wer fehlt denn noch? Jonathan. Aber okay. Der ist bestimmt ein Kellerkind. Oder aber, weil das war vorhin ein bisschen weiter offen. So, da ist Jay schon mal nicht drin. Da ist Jay schon mal nicht drin. Mal gucken, ob Jay hier drin ist. Ja, kann sein, dass Jay dazwischendurch drin war. So, ich habe mich ja letzte Mal dahinter versteckt, aber ich würde jetzt frech behaupten, da passt Jay nicht mehr hinter. Die stehen ein bisschen zu eng. Wir gehen jetzt mal in den Keller. Hallo. Kann ich wieder nach oben fahren? War Jay hier? Wo warst du denn? Ich habe jetzt darauf gewartet, dass Jay hier nämlich. Wir fahren jetzt in den Keller. Ich bin da oben. Ja, wir fahren jetzt in den Keller und suchen Jay. This is SWAT, get on the ground! Okay. Okay, in der Wäsche von anderen Leuten wollen wir jetzt nicht rumgrübeln. Krümeln. Boah, das ist ja geil. Sowas hatte ich auch früher. Und dann konntest du hier mit deinem Eutelchen hier so runterfahren und dich hier so hoch und. Geil. Also hier ist Jay schon mal nicht in dem Bäumchen. Jonathan hat es geschafft, sich so zu verstecken, dass er vor mir fliehen konnte. Das ist nicht cool. Mein Gott, das war bei mir. Ich hab mich nicht gesehen. Geiler Move wäre jetzt auch, wenn er einfach da auf dem Tisch am Tisch sitzen würde und sagen würde, hallo, ich war die ganze Zeit hier. Wer ist denn da auf Klo? Ich glaube, der Jonathan ist auf dem Klo. Lass mal eben auf Klo einbrechen. Hier wurde nichts verändert. Ich glaube auch nicht, dass Jay jetzt auf dieses Klo gegangen ist, nachdem Peter da drauf war. Aber... Ja, ja, Peter. Das haben wir jetzt nicht auf Band, dass du richtig hart kacken warst. Wo ist der denn? Jay, mach mal Piep! Da macht keiner Piep. Jay, mach mal Piep! Ich bin hier! Der hat wirklich geschrien!
Alter, wo ist... Liegt der unterm Auto, als ob der unterm Auto liegt. Als ob der im Keller ist. Hat er sich in der Wäschetrommel da eingesperrt oder was? Nee, das sind Klamotten. Jetzt muss ich auch ein bisschen gründlicher gucken. Tut mir leid, Privatsphäre. Aber ich habe mir nicht die Hosengröße angeguckt. Aber hier gibt es auch nur noch den einen Raum. Und der ist doch nicht hier hinten da irgendwie... Die Golfausrüstung ist ja auch nicht. Also wäre mir neu. Mach mich nicht fertig. Ich bin gerade schon fertig genug. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Andi, was machen wir jetzt? Ich bin fertig mit der Welt. Schick mal Standort über WhatsApp. Jay, komm jetzt. Das ist ja nicht mehr lustig hier. Hier ist immer noch zu. Sepp! Ja? Hat er schon wieder gerufen? Der ist auch in der Zwischenzeit nicht mit dem Aufzug gefahren. Kam das jetzt von unten? Oh Gott, ey! Jonathan! Wo bist denn du? Der hat sich doch nicht an der Decke verkrochen oder so. Hier gibt's drei Räume. Die Wäscheleine, die Golfsachen und die Heizung. Kann es sein, dass unten eigentlich ein Raum mehr offen ist? Der aber einfach so hart gegen die Tür gelehnt ist, dass sich das so anfühlt, als wenn die Tür zugeschlossen wäre. Okay. Die sind nicht. Nee. Wenn der Rahmen wackelt. Ich will ja auch nirgendwo einbrechen. Als ob der jetzt hier ist. Guck mal, das ist schon voll gruselig. Das ist schon voll gruselig da oben. Ey, Andi, der Sack Kartoffeln ist Jay. Alter! Ohne Scheiß, wie gut war das denn? Oh, mein Rücken, Alter! Hast du dir das Bettlaken von der armen Frau geschnallt? Ich hab mir das Bettlaken vom Nebenzimmer geschnallt. Oh Gott! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber herzlichen Glückwunsch, Jonathan! Flackert hier manchmal das Licht oder? Ja, da vorne. Weil ich dachte, bei mir mein Kopf würde schon flackern, weil ich Sauerstoffprobleme kriege oder so. Da habe ich mich reingequetscht. Ja, da unten in diese Ecke, da unten rein. Ja. Du hättest mich ja nie gefunden, hätte ich nicht die ganze Zeit rumgeschrieben. Nee, wir hätten dich da auch wahrscheinlich einfach bis zur nächsten lokalen Games liegen lassen. Boah, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da für Jay sein geiles Versteck und bis zum nächsten Mal. Tschüss.